Die neue China-Marke MG aus der Shanghai Automotive Industry Corporation, SAIC, kommt mit einem reinen Elektro-SUV auf den österreichischen Markt. Das 4,31 Meter lange Auto namens ZS-EV sei mit Fokus auf den europäischen Markt konzipiert worden. Tatsächlich ähnelt das Fahrzeug auch einigen der Platzhirschen hierzulande. Diese sind aber im Gegensatz zum MG zumeist nicht als rein elektrische Modelle zu haben. Mit einem ansprechenden Interieur, reichhaltiger Serienausstattung und einer Vielzahl an Assistenzsystemen zu attraktiven Preisen und Garantieleistungen will man die Kundschaft gewinnen. Das Raumangebot ist klassenüblich. Das Kofferraumvolumen beträgt bei aufgestellten Rücksitzlehnen 448 Liter. Die Kraft kommt von einem 105 kW bzw. 143 PS starken E-Motor, der die Vorderräder antreibt. Mit seiner 44,5 kW Batterie schafft der ZS-EV bis zu 263 km WLTP-Reichweite. Eine Gleichstromladung auf 80% dauert gemäß MG 40 Minuten. Erhältlich ist der ZS-EV als Komfort ab 31.790 Euro und als Luxury ab 33.790 Euro. Technisch sind die beiden gleich, der Preisunterschied betrifft vor allem Ausstattungsfeatures. So gibt es beim Komfort 9 Assistenzsysteme, im Luxury hingegen 12, sowie 17 statt 16 Zoll Alufelgen und ein Panoramaschiebedach obendrein.